Servus zusammen, willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour Road to the Masters hier bei mir auf dem Kanal. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen und ja, werde erstmal gleich mal auf eure Kommentare wieder eingehen. Und zwar hat mich jemand gefragt, welches Putter-Modell spielst du eigentlich hier im Spiel? Das war der Roman und dazu gehen wir mal schnell zum Golfer und ins Equipment. Und wenn wir da runter gehen, so, dann sieht man, dass das ein Scotty Cameron ist. Fine Mild Putter, Scotty Cameron Special Select Newport 2 Putter. Und wenn ich richtig weiß, spiele ich den sogar in echt, habe ich den bei mir im Bag. Also mit dem spiele ich seit 3 Jahren. Und feines Teilchen, gar keine Frage, kann man gut mitarbeiten. Und der war meines Wissens jetzt hier im Spiel eben dabei beim, ich sag da immer, Vorverkauf. Also für alle, die das Spiel ja schon etwas früher geordert haben und dann durften die ja auch 3 Tage früher spielen, haben ja hier die Möglichkeit gehabt. Oder da war, glaube ich, dieser Scotty Cameron eben als Bonus mit dabei. Komme ich auch gleich zum Thema Spiel und Kaufen. Ich habe jetzt gerade gesehen, auf der EA Sports Seite gibt es im Moment ein Sonderangebot. Und zwar die Deluxe Edition gibt es im Moment deutlich günstiger, 40%. Also wer jetzt Interesse hat oder doch Lust bekommen hat, dieses Spiel zu kaufen und er es noch nicht hat, ja, dann einfach mal auf die Webseite gehen. Ist im Moment für 56,99 zu bekommen anstatt 94. Eben die Deluxe Edition und die ist dadurch sogar günstiger als die Standardversion. Und das Angebot ist aber begrenzt zum bis 25.05. So. Und dann wollte ich mich noch mal ganz kurz beim Muckel bedanken, weil der hat mir den Tipp gegeben mit dem Pitchen und das habe ich schon mal ein bisschen ausprobiert. Das funktioniert ganz, ganz gut. Recht schönen Dank. So, das waren jetzt erstmal die guten Nachrichten. Jetzt kommen leider die schlechten Nachrichten. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Mir ist ein großer Fauxpas passiert, beziehungsweise jetzt bin ich auch etwas schlauer. Ich habe es auf die harte Tour gelernt und zwar, ja, ich habe die 3. Runde begonnen in Augusta und es tut mir wirklich leid. Ich habe dann erst an der 3. Bahn gemerkt, dass ich das Mikro gar nicht offen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, soll ich das nachvertonen oder starte ich einfach diese Runde nochmal neu? Und ja, da war schon ein Birdie gespielt, hat mir dann auch ein bisschen wehgetan. Und ja, dann kam natürlich auch der Hinweis, Withdraw and Lost and XP und was weiß ich. Und ich habe es halt doch nicht so richtig begriffen. Oder aufgepasst, wie auch immer, dass sich das natürlich dann für das ganze Event bezieht. Und das sehe ich jetzt hier unten auch. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf der US Open ist, dann gibt es ja diesen Withdraw. Das heißt praktisch, dass man eben, ja, wie heißt es so schön, zurücktritt, aufgehört hat oder wie es so schön heißt, Retirement oder so ähnlich. Also im Endeffekt, dass ich hier leider, ja, die Masters sind für mich leider gelaufen. So, jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Irgendwo gab es doch die Möglichkeit, Career Settings. Und wir schauen mal, weil hier steht es nämlich, da steht jetzt nämlich hier unser Result. Und wir stehen ganz unten. Und man sieht's, wir hatten hier in der Runde 3 ein Birdie, 8 Schläge. Und ja, WD, Withdraw, wir sind leider raus und haben ja auch nichts mehr gerissen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Wie gesagt, so lernt man es eben auf die harte Tour. Cameron Young hat dann das Ganze hier wohl gewonnen mit 14 unter Par, 67, 69 hier in Runde 3 und 4. Hervorragendes Ergebnis und Gratulation hier von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich kann es leider nicht mehr ändern. Wir sind leider mit Augusta jetzt schon durch. Ich hätte so gern hier die Runde noch fertig gespielt, die 2 Tage, um zu sehen, wie ich dann doch hoffentlich den Platz langsam in den Griff kriege. Aber naja, gut, dann vielleicht im nächsten Leben. Es hilft nichts, wir werden dafür jetzt gleich einsteigen in die US Open. Und da bin ich mal gespannt, was wir da reisen können. Tja, dann soll es eben so sein. Der Country Club in Brooklyn, Massachusetts soll hier das nächste Event sein, die US Open. History. It's an essential part of the fabric of this great city, Boston. But it's not just late night horse rides and tea parties.
it extends to golf as well. A young lad named Francis Ouimet made history on these grounds more than a century ago, winning this championship as an amateur. We're left to ask, what sort of history might be made this week at Brookline in the United States Open? EA Sports and the United States Golf Association are proud to present a national championship. Today, it's opening round coverage of the third of golf's four majors, the United States Open. What might we have in store for us over the course of these next 4 days? We've got big names, we've got dark horses, we've got it all as we look at the leaderboard on this Thursday. Russell Henley is the leader. He's rolling early at 8 under par. Meanwhile, our featured golfer, ready to try and win that sterling silver U.S. Open trophy. So, wir starten, so wie es aussieht, erstmal am Nachmittag. Und wenn wir hier dann gleich mal ins Leaderboard schauen, dann werden wir mit Sicherheit schon einige Ergebnisse sehen. Oh ja, 8 unter par. Oje, oje, oje. Cameron Young ist wieder mit dabei und Matt Kuchar minus 310. Und naja, okay, lassen wir uns überraschen. Das auf der linken Seite, Win the Masters, das wird wohl nicht mehr passieren. Okay. Sei es drum, wir müssen es nehmen, wie es kam oder wie es kommt, und es hilft nichts. Wir starten in die US Open und haben hier zunächst einmal ein paar 4 mit 463 Yards Länge, und der Wind kommt ein bisschen von links und ist zwar und ist merklich, so muss man sagen. Also mit 4,5, da werden wir den Wind ein bisschen merken. Jetzt muss ich doch gerade mal schauen. Nee, stopp. Haben wir eigentlich jetzt schon, ich dachte, ich hätte irgendwo schon diesen Power Drive. Nein, anscheinend nicht. Okay. So, zack, zack. Jetzt nochmal ein bisschen hier, dann sehen wir es besser. Ein bisschen mehr links, weil wir müssten schon schauen, dass wir hier rechts bleiben. Driver, Drive. Okay, ich wünsche uns ein schönes Spiel. Erste Runde US Open. Wir sind an Abschlag Nummer 1. Der geht ein bisschen rechts. Aber wird das Fairway finden, so wie es aussieht. Always nice to get that first one out of the way. And that's gonna be a good one to get this tournament started. So, der Platz ist für mich jetzt auch ganz neu. Den haben wir noch nicht gespielt, den haben wir noch nicht angespielt. So, ein kleines bisschen hoch, 3 Fuß, aber das ist, spielt keine Rolle. Wir haben aber Gegenwind. Ja, Eisen 6, etwas höher anspielen. Dann müssten wir den doch aufs Grün bringen. Mit Approach. Das heißt, da haben wir ein bisschen mehr Spin. Ein bisschen höher anspielen. Okay. Jupp. Ja, geht ein bisschen nach links. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber er wird doch hoffentlich nach rechts rein. Ah, schade, schade. Zu kurz, zu kurz. Aber jetzt können wir gleich das mit dem Pitchen austesten. So, 7 bis 10. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal einfach von der Länge auf 9. So, das Ganze wird sich ein bisschen nach rechts bewegen mit dem 60er Wedge. Und dann pitchen wir mal hin, mal schauen, was passiert. Okay, springt nach rechts. Kommt er noch ein bisschen über den Buckel? Nein. Ja, doch zu kurz. This is a 9-footer. So. Nochmal schauen. Es geht ein bisschen berghoch. Bisschen berghoch. Und zwar leicht über die linke Seite. Ja, noch ein bisschen. Kann nicht schaden. Nicely done. He rolls that in for his par.
We'll stay at level par. So, was hier die Kamerafahrt angeht, habe ich auf Broadcast gestellt hier auf dem Grün. Deswegen wird die Kamera jetzt immer ein bisschen mitgehen. We're coming here at the par 3 second, and this is no ordinary par 3. 275 yards is the listed distance. Add in 5 bunkers around a severely sloped green, and you'd happily take a par and sprint to the third tee. Ach du Schande, ein Par 3 und wir haben den Driver in der Hand. Was soll ich jetzt davon halten? Wenn, nehmen wir eher das Holz. Wir haben noch ein bisschen Windunterstützung. Eigentlich müssen wir den reindrohen, das hilft gar nichts. Okay. Boah. Das ist ja... Oje, da bräuchte man ja echt Power. Okay. So, das Besondere an den US Open ist ja eigentlich, deswegen hat es mich jetzt auch gerade ein bisschen gewundert, dass hier der führende minus 8 ist. Also traditionell sucht die USGA, die United States Golf Association, die ja die Ausrichter von dieser Veranstaltung ist, der US Open, normalerweise Plätze und ja, präpariert die wirklich sehr, sehr schwierig, traditionsmäßig, besonders die Grüns. Und deswegen bin ich schon erstaunt, dass hier doch sehr niedrige Scores gespielt werden. So, wir schauen jetzt nochmal. Bisschen mehr Draw, ob wir den da reinbekommen. Aber wir müssen auch ein bisschen mehr... Ja, dass der mehr rollt. Ja, der wird vorne im Bunker schon reinfallen. Ja, okay. War im Prinzip nicht schlecht, aber zu weit links angehalten. So, der Blast hat ja wie immer ein bisschen Roll. So, auch hier. Schauen wir noch mal. 41. Ja, okay. Es geht dann ein bisschen berghoch. Okay. Ein bisschen Höhe. Ja, rollt er noch? Rollt er. Komm. Ja, da müssen wir also ein bisschen weniger machen. Wir sind wieder zu kurz. So, aber der Putt ist machbar, so wie ich das sehe. Ja, der ist ebenerdig. Wir gehen wieder ein bisschen nach hinten. Das Ganze rollt. Das heißt, linke Lochkante müsste uns doch reichen, dass der Ball ein bisschen nach rechts geht. Ja, vorne geht er ein bisschen stärker nach rechts. Da wird er dann auch wieder etwas langsamer. Es war knapp. Das war knapp. So, im Moment. Oh, man sieht's. The name of the game here at the third. It's a fairly long hole, just over 500 yards, a par 4. But still, you want to position yourself, keep it in the short grass, and that way you come at the hole location from a good angle. Ja, das ist jetzt kein großes Grün und ein quadratisches Fass sieht man auch sehr, sehr selten. So, ich sehe gerade, wenn wir aufs Leaderboard schauen, und das ist jetzt so ein Punkt, dass wir mit Even Par 18 da sind. Das kommt dann schon hin, dass man sieht, dass hier jetzt nicht die Wahnsinnsergebnisse gespielt werden. Okay, aber wie gesagt, diese minus 8 ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Wir schauen, was wir hier haben. Ein Par 4 und man sieht, die Landezone ist jetzt nicht gerade so groß. 275 und dann haben wir noch fast 200 Yards bis ins Grün. Boah. Puh. Ja, wer müsste da über den Hügel kommen, aber da habe ich dann meine Befürchtungen, dass er dann hier durchrollt. Aber wenn wir jetzt das Holz nehmen, hm,
Der Wind wird ihn definitiv da reintreiben in diese Welle. Also eher so. Und wir haben auch noch Rückenwind. Ja, wie springt er? Ja, er bleibt. Kommt er wieder ein bisschen runter? Er kommt wieder. Ja, nicht ganz. Okay, first cut. Couple more bounces. Oh, just in the first cut. Walking the course today, let's bring in Nota Begay the third. 151 yards left. Wind is helping from behind, so you can take a little less club. Ja, er sagt, dass wir ein bisschen Wind haben und dass wir etwas weniger Schläger nehmen, aber ein Wedge wird wohl nicht gehen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt auch über dem Ball stehen. Das heißt, er wird eigentlich dann tendenziell nach rechts wegfliegen. So, hinten dran hat es gleich einen Weg und hinter dem Weg hat es natürlich Wasser. Das heißt, er wird dann natürlich nicht groß bremsen. Es geht auch noch ein bisschen runter. Also das ist ganz, ganz schlecht. Ja. Wir nehmen den... Der müsste ja dann ein bisschen... Okay. Eisen 8. Eisen 9. Yep. Wir werden das so versuchen. Wie gesagt, wir stehen ein bisschen unterm Ball. Da müsste er tendenziell mehr nach rechts fliegen. Ja, war das jetzt ein bisschen schwach? Oder näher müsste eigentlich passen, oder? No, that's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. So, es geht bergab. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen kürzer putten. Am Anfang kein Problem, aber vorne rollt er dann rüber. Okay. Naja, wir wollen ja jetzt auch nicht, dass er übers Loch groß hinausrollt. Das müsste er eigentlich rüberdrücken. Perfect there, down the slope. It's in for a birdie. Next up at the Country Club, another tough par 4, 497 yard fourth, which shares a fairway with the third and is just as tough. Hit it straight off the tee, or you can definitely make a number you do not want. Ja, das sind schon sehr interessante Spielbahnen, auch mit sehr, sehr vielen Bunkern und wenig Möglichkeiten, den Ball ins Grün rollen zu lassen, so wie es aussieht. Und man sieht ja auch, die Landezonen sind alle ein bisschen blind. 458 Yards, auch das ist jetzt nicht. 275, ja doch, das ist eigentlich okay. Da müssen wir einfach nur reinkommen, vernünftig reinkommen. Vielleicht mit einem kleinen Fade. Ja, das ist soweit okay. Fairway in regulation. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. So, jetzt kommt der Wind schon deutlich wieder mehr ins Spiel. Eisen 6. Eisen 6, aber wir haben ja Gegenwind. Und wenn wir den dann höher anspielen... Mit Approach Eisen 6 höher anspielen. Okay. Ja, war jetzt ein bisschen stark. Aber Fringe, ja, war klar. Keinem Green in Regulation. Also er bleibt schon ziemlich schnell liegen. Interessant. So, er möchte einen Chip machen. Boah, mag ich überhaupt nicht. Chips mag ich überhaupt nicht. Können wir den nicht putten? Das wäre mir lieber. Es geht bergauf. Naja, gut. Also ist natürlich jetzt hier ein ganz schön
Oje, oje. Bergauf, ein bisschen Gas, dann muss man erst da hoch und dann rollt er den Hang wieder runter zum Stock. Und das ist schon ganz schöne Strecke hier. Ja. Aber wir müssen aus dem Vorgrün raus und das Vorgrün bremst. That's not going to come back enough. That'll stay on the high side. Okay. Oh, das sind immer diese Wadenbeißer. Wo dann sofort rechts weggeht, oder wie? Okay. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll remain in red figures at 1 under. So, mit 1 unter sind wir jetzt auf dem 10. Platz. After a couple of brutish par 4s, you get a little bit of a breather with the drivable 310-yard par 4 fifth. But you might be gasping for air if you end up in the wrong spot in one of those bunkers surrounding the green. And by the way, there are a half dozen of those, so keep it away. Yeah. Also mit 1 unter sind wir zurzeit 10. Da oben wird es ja auch angezeigt und wir haben noch 14 Bahnen zu spielen. Und das ist eigentlich ermutigend. Ja, ist klar, logisch. Klar, wir spielen den hier rein. Ja, das machen wir natürlich nicht. Mit dem Hybrid, der wird dann rechts runterrollen und rollt uns hier in den Bunker. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. 236 ist natürlich klar. Die Absicht ist hier, dass man versucht, eigentlich direkt aufs Grün zu spielen als Drivable Par 4. Aber das ist natürlich hier alles sehr, sehr gefährlich. Und wir schauen uns das mal hier an. Ja, der Wind wird den nach links hochtreiben und dann geht er wie durch eine Steilkurve und rollt runter. Okay. Also wir müssen den einfach nur aufs Fairway bringen und verlassen uns dann ein bisschen auf unseren zweiten Schlag. So. 98 Yards bis zum Stock. From the fairway, 98 yards remaining for his second. Es geht 17 Feet nach oben. Ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit er hier jetzt den Spin wieder annimmt. Es ist Finesse. Der Schlag macht wenig Spin. Was haben wir denn davor? Okay. Ist eigentlich ein verhältnismäßig flaches Grün. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Ah ja, okay. Okay. Bisschen kürzer. Und da bin ich mal gespannt, ob wir wieder zu kurz sind. Ja, doch ein bisschen mehr. Ja, der ist wieder zu kurz, deutlich zu kurz. Und Spinter. Ah, nee, er bleibt liegen. Okay. In Golf, you know, you've heard the term mulligan. You'd love that a do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. Birdie putt coming up, and we go to Iona Stephen. Yeah, I'll tell you what, Rich, this is not a complicated putt. We're going up a little slope, so pace essential. So, es geht ein bisschen bergauf. Es geht ein bisschen bergauf. Er bricht zuerst nach rechts und dann da vorne ist es ziemlich eben. Ja, aber so viel ist es eigentlich nicht. Knapp vorbei. Aber wir haben ihm die Chance gegeben. An der Stelle schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr eigentlich diesen Broadcast-Mode als View hier auf den Grüns findet, dass praktisch die Kamera hier umschaltet.
Weil ansonsten hat man ja ab und zu das Problem, dass der Spieler eigentlich genau in der Puttlinie steht und dass man gar nicht sieht, ob der Ball aufs Loch zugeht oder nicht. Würde mich jetzt mal interessieren. So, was mich jetzt auch noch interessiert, oh ja, hä? Es geht bergauf. Okay. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth, and he'll remain right where he is. Now to the second par three at the home of the 2022 U.S. Open, the 197-yard sixth. A large green flanked by two bunkers. Birdie, definitely a possibility here. So, die Fahne steckt hinten links, aber mehr mittig im Grün. Das ist erstmal immer ganz gut für ein Par 3. Man hat genügend Grün zum Anspielen, vorwärts wie auch rückwärts. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. 195 Yards ist jetzt halt auch nicht gerade eine Kleinigkeit. Und wir haben natürlich Rückenwind. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und das Eisen 7. In welche Richtung bricht hier das ganze Grün? Okay, wenn wir hier hochkommen, dann rollt er sowieso ein bisschen zum Stock. Ja, aber Eisen, wir können es nur kürzer spielen, wir können es nicht länger spielen. Wenn wir jetzt natürlich hier das Eisen 6 spielen, das macht mir irgendwie, Eisen 6 wieder kürzer. Eisen 6 etwas, ja, das heißt also hoch anspielen, Eisen 6 hoch anspielen. Ja, geht ein bisschen nach rechts. Die Frage ist, bleibt er liegen mit dem hoch angespielten Eisen? Ah. Kommt er noch ein bisschen zurück? Nein, Fringe ist okay. Frank, that one rolled right off the green. It was just coming out so hot. So, was hat er? Er bietet uns einen Pitch an. Ich würde gerne einen Flop spielen. Yep. Okay. Ja, wieder ein bisschen zu kurz. Keine Chance gehabt, sozusagen ins Loch zu fallen. Es geht bergab. Es geht bergab, aber wir geben ihm ein bisschen mehr mit. Okay. Linke Lochkante. Nicely read there. It is a par here at the sixth. And he'll stay right where he is. So, bis jetzt sind wir 1 unter. Mit 1 unter liegen wir an 10. Stelle. Das heißt, da tut sich gerade nicht allzu viel auf dem Leaderboard. 78-Yard Par 4, that once again demands accuracy off the tee. If thoughts of birdie are on your mind. Ja, auch wieder eine schöne, schöne Bahn. So. 366 Yards. Jetzt lasst mich noch mal schauen kurz in das Leaderboard, was sich da tut. Aber so wie es... Ah doch, da sind noch welche unterwegs. Aaron Ray, Matt Kuchar arbeitet sich langsam vor. Aber hinter uns, doch hinter uns sind auch noch welche unterwegs. Also es tut sich was mit Sicherheit. Max Homer, ja doch. Ja, das geteilte 10. ist kräftig belegt mit 10 Spielern. Okay. Ah, okay. Sehr viele hier even par. Und dann ist man natürlich gleich bei 43. Okay. Gut. Dann schauen wir doch lieber, dass wir noch ein paar Birdies spielen, als dass wir Bogies spielen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt wieder so eine Sache hier, dass man nicht irgendwo im Gemüse landet. Der Wind drückt den Ball nach links. Wir haben aber Rückenwind. Okay, wir werden ein bisschen faden. Ja. Ja, sauber. Sehr schön.
the fairway note it, this is second. 119 left to the hole. Pin is very accessible here, right in the center of the green. So, diesmal werden wir jetzt mal deutlich hindern, Stock, weil... Nee, das Grün fällt extrem nach links, aber es kommt nicht zurück. Okay. Okay. Ja, der Wind kommt schon kräftig. Der Wind arbeitet schon kräftig. Und 12 Feet nach oben. Okay. Bisschen wenig Gas gegeben. In the air, coming in just a bit from the left, but nicely done. Ja, ich hätte jetzt. More importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch ein bisschen erwartet, dass er eigentlich spinnt, aber der ist eigentlich nur schnell liegen geblieben. Ja, ist immer so eine Sache. Also es geht eigentlich berghoch, so wie es aussieht. Berghoch. Aber wir haben natürlich wieder hier ein kräftiges Break. Wenn er zu schnell ist, dann rennt er uns wieder rechts runter. Werden wir dem gar nicht so viel Gas mitgeben. Ja, ein bisschen mehr. To get up that slope, it is in for a birdie. So, das war wieder eine knappe Hausnummer, der ist über die rechte Lochkante reingefallen. First par 5 of the day, 567 yard 8th, where birdie or even eagle, possibilities, if you can find the fairway off the tee. So, das nenne ich ja mal ein Grün hier mit einer unheimlichen, also ein erhöhtes Grün mit einer ziemlichen False Front. Ah, Daily Quest haben wir erreicht. Das gibt wieder ein paar Gummipünktchen. Das ist doch schön. Oh ja, wenn man natürlich hier den genau in den Hang reinbringt, dann rollt er auf jeden Fall nochmal ein bisschen runter, vielleicht bis zu der 200er Marke. Deswegen werden wir den jetzt auch ein bisschen flacher spielen. Und vielleicht noch ein kleines bisschen drohen. Und dann schauen wir mal, ob er dann tatsächlich da reinkommt in die Kurve. Und deswegen etwas flacher, damit er halt ein bisschen mehr rollt. Ja, er kommt da runter. 260 Yards haben wir Carry geschlagen. Und man sieht es auch an der Apex, dass wir nicht ganz so hoch waren mit 78. Normalerweise liegen wir da immer so um die 81, 82. Was haben wir denn für eine Entfernung? 223 Yard, aber es geht natürlich da vorne ziemlich den Berg hoch. Hybrid. Das wäre natürlich jetzt wieder ein Schlag, wo es sinnvoll wäre, hier im Prinzip in den Hang zu kommen, damit er deutlich bremst und hochspringt. So, der Wind geht natürlich auch unheimlich nach rechts. Wenn wir natürlich im Hang liegen bleiben, dann rollt er uns hier rechts runter. In die Zuschauer. Es ist aber ein Par 5, den jetzt mit dem zweiten Schlag erreichen zu wollen. Ansonsten würde man den hier praktisch hier reinlegen. Ja, hier reinlegen und dann versuchen eben da hoch zu spielen. Ich meine, ein Birdie wäre natürlich... Ein Birdie wäre natürlich hier richtig gut, aber wir würden dann auf jeden Fall nicht Gefahr laufen, uns ein Bogey einzuhandeln, wenn er natürlich da jetzt hier im Bunker landet. Eisen 5, Eisen 4, wir müssen hochspielen. Ja gut, im Zweifel rollt er hier rein und dann pitchen wir drauf und dann gut spielen wir halt das Pärchen. So. Ah, der Wind treibt den unheimlich nach links. Ja, okay, was macht er? Die Richtung ist eigentlich gut, dass er hochspringen kann. Bleibt er oben? Ja, natürlich bleibt er nicht oben. Jetzt liegen wir da, wo wir hätten auch mit einem kurzen Schlag hätten landen können. Ja, hat uns wieder ein kleiner Kick gefehlt, aber man sieht es halt, das ist die US Open. Sowas passiert eben bei den US Open.
Wenn einem hier der Meter fehlt, dann liegt man halt 46 Yards weg vom Loch. Got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. So, jetzt wir werden mal nur 45, 40 machen. Weil es geht ja auch ziemlich berghoch. So, naja, der Wind hier. Also es ist merkwürdig, dass bei so einem Schlag der Wind eigentlich eine Rolle spielt. Eigentlich eher nicht bei einem Pitch. So, wir werden den noch ein bisschen hochheben. Ah, kommt nicht hin, kommt überhaupt nicht hin. Ja, da war der Höhenunterschied doch einfach zu hoch. Und wieder einmal haben wir uns nicht richtig getraut. Dead center on the reed. Gotta keep the pace up and get it up the hill. 10 Inches bergauf. 24. Dann gehen wir mal auf 37. Also ist schon enorm hier. Ja, klar, es geht ziemlich bergauf. Aber wir haben eigentlich nicht viel Break. Wir haben eigentlich nicht so viel Break, aber werde gleich am Anfang breaken. Doch wieder ein bisschen weniger. Ja, geht rechts vorbei. Just gonna sneak on ball. Well, like the old saying goes, never up, never in, and that definitely applies here. So wichtig in solchen Situationen ist natürlich immer, dass wir gleich ein bisschen lernen, weil wenn alles gut läuft, werden wir hier diese Bahn noch dreimal spielen. So. Rechts. Okay, that in for par here at the eighth. And he'll stay at 200. Deswegen muss man sich immer auch gleich ein bisschen die Bahnen einprägen, wie auch die Gefälle sind auf den Grüns und wo man doch am besten hinspielt. Ganz, ganz wichtig. Aber das macht ja unser Caddy für uns. 425 yards. It's a par 4. And the key here, as with so many of the holes at Brookline, you want to keep it out of the trouble, out of the trees. Accuracy crucial. But most importantly here, avoid the water on the right. So, das ist jetzt wieder eine spannende Bahn. Wenn wir sehen, das mit dem Wasser, und es ist natürlich nicht von ungefähr, dass hier das ganze Fairway, oh, da ist ja ein richtiger Hügel, dass das gesamte Fairway dann so ein bisschen Richtung Wasser geht. Wir haben 275, 420, also das ist eigentlich nicht das Thema. Ich werde hier mit dem Holz reinschlagen. Mit dem Holz 3. Ja. Genau, und der Wind wird ihn dann noch ein bisschen nach rechts rüber treiben und ich hoffe doch. Ja gut, alternativ wäre natürlich hier mit dem Draw gegen den Wind, damit er da links rumläuft. So, weil wir wollen eigentlich nicht, dass er ins Wasser rennt. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, was er hier macht, wenn er da über den Hügel rüber geht. Ah, der bleibt sogar hier oben liegen. Das ist eigentlich okay, dann liegen wir da liegen wir flach und können eigentlich gut das Grün angreifen. Ja, oh, mit dem Pitching Wedge. Eisen 9 können wir aber nicht kürzer machen. Wenn wir den... Nee, den Finesse, Eisen 9, bisschen länger, aber wir haben dann noch Wind. Okay. Okay. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja, das war jetzt genau die Länge, die wir auch anvisiert hatten. And these are the putts you drill when you're on the putting green before the round. This should have a good chance to go in. So, das Ganze ist wieder relativ eben. Wir haben eigentlich ein leichtes Break. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein wenig, oder?
Oh, that one led perfectly. It is a birdie here at the ninth. And that is going to finish off a 3-under front side as they go out in 32. This is a good hole here as we begin the backside. It is the 10th at 513 yards. There is a small creek which crosses the fairway. You can see it's a slight dogleg to the right. This is a solid challenge. So, die 10 ist wieder eine ganz besondere Bahn. Man sieht, dass die unterteilt ist mit verschiedenen Ebenen. Man schlägt das runter und dann wieder hoch. Aber ihr wisst ja Bescheid. Diese 10 werden wir uns erst im nächsten Video ansehen. Denn wir schauen jetzt mal aufs Leaderboard und auf unsere Scorekarte. Wir haben doch tatsächlich bis jetzt kein Bogey uns eingefangen und haben 3 Birdies gespielt. Minus 3 bei der US Open ist schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und im Leaderboard sind wir auch ein kleines bisschen geklettert und zwar mittlerweile geteilter Dritter. Wir haben uns also auf der ersten Seite des Leaderboards zumindest mal im Moment da festgesetzt. Ist nicht schlecht. Das gefällt mir gut. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Ihr wisst ja Bescheid. Wir spielen immer die Front 9 und die Back 9. Das war die erste Runde US Open. Und wir sind in Massachusetts. Und wenn ihr weitersehen wollt, wie das Ganze hier noch vonstatten geht auf den Back 9, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder demnächst zuschaltet. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Und wünsche euch wie immer weiterhin ein schönes Spiel und bis demnächst wieder hier bei mir auf dem Kanal.